Ich werde immer so konfrontiert mit Aussagen, Facebook oder Google verkaufen unsere Daten. Das tun sie absolut nicht. Wenn ich eine Webseite aufrufe, dann ist da ein Teil Google. Also das ist so vereinbart mit dem Webseitenbetreiber. Da ist so ein für ein Banner was. Und Google entscheidet, was ich sehen muss. Also die Werbung und das Wissen. Google behält das Wissen ja über mich und nimmt Geld dafür, dass es einem anderen Betreiber ausrechnet, was ich jetzt sehen soll. Und wenn ich, weil Google tippt, dass ich das dann anklicke und dann kriegt man wieder Geld von dem. Das heißt also, die Daten werden nicht verkauft, sondern das Wissen wird als Service angeboten. Die Daten bleiben natürlich bei Google, werden sie nicht rausgeben, weil das ja ihr Geschäft ist, das Wissen über mich zu haben. Und so sozusagen auf dieser, sagen wir, auf dieser Ebene wird das Problem meistens nicht diskutiert. Die sagen, die geben die Daten weiter oder so, das tun sie ja nicht. Also das können sie nicht wollen, weil das ihr Business ist. Und wenn man irgendwie in so einer Diskussion, da können wir einfach mal die Sache normal, sachlich diskutieren, so ein bisschen mehr auf den Boden bringen und sagen, was ist dann die Gefahr wirklich? Und dann sagen sie, komm, fang nicht an, Besserwisser zu spielen, Google ist böse. Dann müssen wir zerschlagen. Und dann sage ich, ja, was hilft das und so weiter. Ja, es wäre besser, wenn da mehr Fachwissen drin wäre oder so. Man kann aber in der öffentlichen Diskussion nichts mit Fachwissen machen, weil alle Bloggerformate, Twitter und so viel zu kurz sind. Also da wird einfach immer nur Pro und Anti, Kontra so hin und her. Die wirtschaftliche Diskussion ist heute leider nicht als Diskurs zu machen. Das hätte ich gerne. Also, dass man sich mal ein Problem hernimmt und das seriös vielleicht mal 8 Stunden im Fernsehen echt ausdiskutiert mit Leuten, die an der Wahrheit interessiert sind und nicht an irgendwelche Werbung für irgendwie ihre Produkte oder irgendwelche weltanschaulichen Schlachten macht, sondern dass man sich mal über diese ganzen Dinge verständigt. Heute ist es leider so, dass so 2, 3 überflüssige Jahre sich extreme Meinungen da im Fernsehen irgendwie gegenseitig aufspießen und dann setzt es sich irgendwie, ja, und dann ist es aber mehr zufällig. Also wir haben dann in 2 Jahren, wenn Big Data keinen mehr kümmert und die Privatdaten alle dann weggegeben werden, dann haben sie sich dran gewöhnt, aber die Lösung, die wir dann haben, ist keine, die wir diskutiert haben, sondern so irgendwie so Sturm im Wasserglas, wenn sich das der Staub wieder setzt, dann ist es das. Und das finde ich ein bisschen schade, wir können es auch echt überlegen. Wenn man sowas wie Google oder Facebook einen echten Fehler oder so eine Art Verbrechen nachweisen kann in Bezug auf Daten, dann würde die reine Nachricht allein den Aktienwert halbieren, das heißt also würde 100 Milliarden kosten. Und das können die Google und Gründer und Zuckerbergs nicht wirklich wollen. Und dann sagt man natürlich auch in der Diskussion, ja, okay, ja, aber der Staat. Oder, ja, im Grunde ist es witzig, sie fordern alle den Staat, dass der Google und Facebook irgendwie disziplinieren sollen, und Amazon und Apple. Und der Staat selber ist der große Sünder, weil er keinen Aktienwert am Markt hat. Und die machen bei Geheimdiensten, was sie wollen. Und dann kann ich im Grunde auch nicht gut sagen, dass der Staat, der mit Geheimdiensten macht, was er will, jetzt irgendwie die Oberaufsicht über Google übernehmen soll. Was soll das? Also, dass die Hauptsünder jetzt was mit den Industrieunternehmen machen sollen. Dann gibt es noch so eine Unwahrheit, dass man im Grunde diese ganze Geheimdiensttätigkeit auch mal definieren müsste. Also, was machen sie da? Ich nehme an, dass sie sogar digitale Waffen entwickeln. Das steht mehr und mehr jetzt auch in der Zeitung. Und wenn sie das tun, müsste es doch ans Verteidigungsministerium. Dann möchte ich bitte, dass die Frau von der Leyen das übernimmt. Ja, es geht doch nicht, dass der Geheimdienst die Waffen entwickelt oder das haben wir so nicht. Also es muss schon irgendwie ordentlich gemacht werden. Und da sind so viele Sünden, die sind aber dann eher im Staat und überraschenderweise gibt es dagegen keine Montagsdemonstrationen. Das würde ich aber mal finden, dass man das tut.